Die vergangenen Jahre haben mich eher kalt gelassen, was neue Releases anging. Und mit The Witcher 3 freue ich mich zum ersten Mal seit, ich glaube, Mass Effect 2 darauf, endlich ein neues Spiel in die Finger zu kriegen. Dank modernster Technik habe ich es auch schon auf der Platte, wartend auf den Patch am Erscheinungstag, der es starten lässt. Und um meine Ungeduld zu zügeln, habe ich den ersten Teil aus dem Regal geholt und mich erinnert, ich habe mich zwar irrsinnig über die vollgepackte Enhanced Edition gefreut, aber über das zweite Kapitel bin ich nie hinausgekommen. Der Drang, meine Ungeduld bezüglich The Witcher 3 zu bekämpfen, war dieses Mal stark genug, um mich durch das ganze Spiel zu bringen. Dafür weiß ich jetzt auch genau, warum ich das bisher nicht konnte. Viel zu viel Leerlauf im Spiel, die Art, wie es den Hintergrund der Welt, Figuren und Geschichte nicht greifbar macht oder interessant erzählt, viele Schlampigkeiten und wie das Kampfsystem... Naja, dazu kommen wir noch. Das Universum des Hexers gefällt mir soweit eigentlich sehr. Die Spiele basieren ja auf den Büchern und obwohl mir der Schreibstil manchmal ein bisschen zu plump war, hatte ich doch sehr viel Vergnügen mit den Geschichten. Die Spiele führen die Bücher fort, allerdings mit dem Protagonist hat Amnesiekniff, um so etwas wie einen Neuanfang und um eine gute Ausrede zu haben, Figuren Dinge erklären zu lassen, die eigentlich in der Welt des Hexers gang und gäbe sind. Die Geschichte selbst ist schnell erklärt. Das Heim der Hexergruppe des Nordens wird angegriffen und wichtige Formeln, die, welche beschreiben, wie man Menschen zu Hexern macht, werden gestohlen. Geralt von Riva macht sich trotz seiner Erinnerungslücken auf, den Dieb zu suchen. Auf seiner Reise löst er Stück für Stück eine mörderische Gruppe namens Salamander auf und er fragt, wer hinter allem steht und wie alles zusammenhängt. Die einzelnen Kapitel, Begegnungen und Nebengeschichten fühlen sich sehr stark wie die Bücher an und waren auch das, was mir am besten am Spiel gefallen hat. Die Romane habe ich noch nicht gelesen, aber ich weiß so schon genug von The Witcher, um ein gutes Verständnis dafür zu haben, wer ist, warum diese Personen oder Dinge wichtig sind oder wovon die Leute manchmal überhaupt reden. Das ist meiner Meinung nach der größte Fehltritt von The Witcher, sowohl der erste als auch der zweite. Es erklärt viel zu wenig. Wenn ich keins der Bücher gelesen oder den zweiten Teil gespielt hätte, hätte ich überhaupt keine Chance, die Gravität von allem zu verstehen. Deswegen würde ich sogar behaupten, dass der zweite Teil und dann auch der dritte Teil, wenn er draußen ist, den ersten Teil besser machen, wenn man sie vor ihm spielt. Allerdings, wenn man den ersten Teil vor dem zweiten Teil spielt, versteht man auch viel mehr. Es ist echt unglücklich gelöst. Ich wünschte, es würde mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt werden, zu sagen, was mit diesen ganzen Elementen Sache ist. Oder noch besser, zu zeigen, was mit ihnen Sache ist. Immerhin gab's zwar einen obskuren Film, aber ich bin sicher nicht der Einzige, der die Bücher im Stil vom Intro des Spiels umgesetzt sehen möchte. Nun, da wir den größten Spaßblock zur Seite geschoben haben, gehen wir zum zweitgrößten über. Dem Kampfsystem. Geralt hat seine zwei bekannten Schwerter, ein Stahlschwert für intelligente Wesen wie Menschen, Elfen, Zwerge und ein Silberschwert für Monster. Dazu kommen noch drei Kampfstile, zwischen denen man jederzeit wechseln kann. Einen starken, einen schnellen, aber schwächeren für Gegner, die dem starken Stil zu schnell ausweichen und einen Gruppenstil, bei dem Geralt weit ausholt und alles rundherum trifft. Mit diesem Setup habe ich kein Problem. Es war spaßig, zwischen den Stilen zu wechseln, immer im Auge behalten zu müssen, welcher Stil gebraucht wird. Nein, womit ich ein Problem hatte, war, wie man angreift. Klickt man einen Gegner an, versucht Geralt, sich in Position zu bringen, um seine Angriffskette zu beginnen. Ist dieser im Gange, muss man im richtigen Moment erneut auf den Gegner klicken, um die Angriffskette am Laufen zu halten. Klickt man falsch, bricht Geralt seinen gesamten Angriff ab. Easy, oder? Ja, aber genau das ist mein Problem damit. Es ist so stupide. Diese simple Aufmerksamkeitsaufgabe zu verhauen ist echt schwierig. Daher bieten die Kämpfer einem die meiste Zeit überhaupt kein Hindernis. Oder sind anderweitig besonders bemerkenswert. Am besten merkt man das in dem Faustkampf-Minispiel, welches eigentlich ein Kampf ist, aber auf die grundlegendste Mechanik beschränkt. Klick, Klick, Klick.
Man besiegt den schwächsten Gegner mit genau derselben Vorgehensweise wie den weltbesten Faustkämpfer. Klick, klick, klick. Geralt ist jetzt der beste Faustkämpfer der Welt. Ich als Spieler merke das aber überhaupt nicht. Interessant wird es erst dann wieder, wenn ein Kampf plötzlich nicht mehr leicht ist. Denn dann ist er für gewöhnlich sehr schwierig. Wieso bin ich hier gestorben? Was mache ich falsch? Diese Fragen werden oft nicht beantwortet und müssen mit KI-Exploits, Wegfindungs-Exploits und Safe-Game-Exploits oder einfach mit stärkeren Waffen oder mehr Zaubertränken umgangen werden. Und dann wird aus einem unmöglichen Gefecht wieder das normale ADS-Trainingsprogramm. Und nichts gegen die Tränke, die gehören zu Geralt wie die weißen Haare. Seine wunderschönen weißen Haare. Die Tränke kommen direkt aus den Büchern und sind das einzige, das die Kämpfe in etwas Cooles verwandeln. Wow. Ab der zweiten Hälfte beherrschen Gegner Angriffe, die Geralt betäuben oder niederschlagen. In dieser Phase bringt sämtliches auf Maus und Tastatur einhämmern gar nichts. Als Prävention gibt es nur einen Trank und selbst dieser schützt nicht gegen alle Formen dieser Attacken. Und ach ja, ein niedergeschlagener Geralt kann mit einem Schlag getötet werden. Ebenfalls ohne Gegenwehrmöglichkeiten. Mit genug Geduld und Frustresistenz lassen sich diese Passagen aber überkommen. Gut, wenn man denn die fehlenden Hintergrundinformationen und das Kampfsystem übersieht, was bleibt denn da noch übrig? Nun, ein immersives westliches RPG mit einer guten Story, toller Atmosphäre und Musik, Grafik, die stellenweise immer noch recht hübsch ist, aber auch viele Bugs, viel stupides, langweiliges Geradeauslaufen und fehlendes Polishing. Glücklicherweise hatte ich keine GameStopper-Bugs. Was dem noch am nächsten kam, war dieser Armbrustschütze, den ich immer nur einen Schadenspunkt hinzugefügt habe und der auch anderweitig nicht sterben wollte. Aber ohne seinen Tod würde die nächste Zwischensequenz nicht getriggert werden. Speichern, laden und gut war's. Die Latschereien waren vor allem im ersten und vierten Kapitel echt schlimm. So schön dieses Feld ist und es auch cool ist, eine halbwegs realistisch proportionierte Spielwelt zu haben, man muss circa ein Dutzend Mal hier drüber laufen. Einfach nur geradeaus. Spannend. Spannend. Und fehlendes Polishing merkt man auch an allen Ecken und Enden. Hier ist eine Figur nicht richtig im Bild, der Dialog wird beendet, obwohl man noch nicht mit allen wichtigen Dialogoptionen fertig ist. Quest-Updates für ein und dieselbe Quest kommen manchmal in großen Schüben. Diese Elfen interessiert es nicht, dass sie angegriffen werden. Berengar hier redet davon, dass er nicht wissen will, wo Alwyn ist, während Geralt ihm rät, dass das besser so ist. Das wäre alles schön und gut, würde Alwyn währenddessen nicht genau im Bild stehen. Oder überhaupt dabei sein. Ich gebe natürlich zu, das sind alles, relativ gesehen, Kleinigkeiten. Aber in so einer großen Masse wie hier in The Witcher summiert sich so etwas doch sehr auf. Die meisten Quests bieten gute Ideen und scheinen so gedacht gewesen zu sein, dass sie das Gameplay angenehm aufmischen, damit es nicht immer derselbe Brei ist. Nur leider bleiben diese Ideen viel zu oft nur auf dem Papier. Zum Beispiel wird man im ersten Kapitel von diesem Kerl hier vollgetankt, bevor einen bittet, die Pflanzenmonster in seinem Garten zu jäten. Klingt cool, ein Kampf im Vollrausch. Tatsächlich ist aber nur das Bild etwas verwaschen, ansonsten ändert sich ganz und gar nichts. Schade, viele Quests oder Momente enttäuschen auf diese Art. Und dann gibt es noch einen sehr besprechenswerten Teil des Spiels, den ich bisher zurückgehalten habe. Die Frauendarstellung in The Witcher. Nennen wir sie mal problematisch. Im Verlauf seiner Reisen trifft der Hexer natürlich auch auf das weibliche Geschlecht. Und nicht selten endet das auch sehr, angenehm für beide. Das an sich ist völlig okay. Nur wie das passiert ist, Geralt überzeugt jede mit ein, zwei Sätzen sofort. Maximal wollen die Damen ein Item, bevor sie einwilligen.
Das erzeugt nicht nur ein völlig verzogenes Weltbild, das sich mit der ansonsten mit Bedacht aufgebauten Welt des Hexers beißt, es spielt so offensichtlich in die Fantasien von Frühpubertierenden oder in der Pubertät feststeckenden Männern, dass ich mich frage, ob die USK-Freigabe von ab 16 überhaupt sinnvoll ist. In these circumstances? The fate of the world is in the balance and you're thinking about sex? Oh, what the hell. Strip. Dazu gibt es auch für jede ergatterte Frau meistens keine besondere Sequenz oder ähnliches. Nur eine solche Karte, die man sich jederzeit im Journal ansehen kann. Das ist besonders albern in Fällen wie diesen, wo Geralt diese Frau mitten auf der Straße anspricht, die Karte bekommt und danach immer noch auf der Straße steht. Was wollen uns die Entwickler wohl damit sagen? Dieses mit so vielen Frauen wie möglich schlafen ist natürlich eine persönliche Sache. Aber sie in den Medien oder Computerspielen so weit verbreitet als einen Standard zu zeigen, halte ich für alles andere als eine gute Idee. Jeder sollte selbst entscheiden können, wo seine Prioritäten liegen und nicht eine willkürliche Vorstellung davon, was ideal ist, aufgezeigt bekommen. Man könnte jetzt argumentieren, dass man in The Witcher jede Gelegenheit auch ignorieren und das Spiel ohne eine Karte zu haben durchspielen kann. Das ist richtig, das System von Sammelkarten, bei denen es darum geht, am Ende möglichst alle zu haben, zeugt jedoch davon, dass es von den Autoren des Spiels jedoch schon so gemeint ist, alle Begegnungen zu finden und zu nutzen. Aber machen solche Sachen das Spiel wirklich schlechter? Ich finde, wenn man einen Standpunkt wie meinen vertritt, dann sind solche Dinge wirklich eher störend als lustig. Allgemein fand ich mich in meiner Zeit mit dem Witcher in seinem ersten Teil oft Leid ausgesetzt. Bis auf die letzten Kapitel. Dort... Falls ihr die letzten Kapitel nicht gespoilert haben wollt, dann klickt hier oder springt zum angegebenen Zeitpunkt. Danke! In Kapitel 5 fallen die Puzzlestücke der Geschichte endlich zusammen und man stellt sich dem Professor, dem Anführer der Diebe der Hexergeheimnisse gegenüber. Die Levelabschnitte sind viel kleiner, mit weniger Lauferei, interessante Dinge passieren Schlag auf Schlag, ständig geht es weiter. Viele Figuren und Geschichten gehen hier zu Ende. Beim Spielen hatte ich mir stark gewünscht, dass der Rest des Spiels so dicht gepackt gewesen wäre. Und schließlich der Epilog, bei dem man von einem Event-Trigger in den nächsten läuft, an einen coolen Ort transportiert, mit vergangenen Entscheidungen konfrontiert wird und man ein befriedigendes Ende serviert bekommt. That sword is for monsters. Zumindest emotional befriedigend. Viele Fragen und die Schicksale bedeutsamer Figuren bleiben absolut offen. Aber naja, insgesamt war ich zumindest einigermaßen zufrieden. Gut, als Teil der Hexer-Spiele-Trilogie kann ich den ersten Teil für frustgewappnete Fans empfehlen. Allerdings auch wirklich nur denen. Alle anderen finden genug andere westliche Rollenspiele, mit denen man wesentlich mehr Vergnügen mit wesentlich weniger Hausaufgaben haben kann. Den zweiten Teil kann ich hingegen weniger eingeschränkt empfehlen. Dieser hat mir vieles von dem Spaß des ersten Teils bereitet, mit weit weniger Patzereien, die den Vorgänger noch plagten. Also entschuldigt mich, ich muss es noch schnell beenden, damit ich meinen Speicherstand von The Witcher 1 in The Witcher 3 übernehmen kann. Also, vielen Dank fürs Zusehen! Hallo und nochmal danke, dass ihr mein Review zu The Witcher angesehen habt. Großer Shoutout zu alle, die ich persönlich kenne und die dieses Video gucken, und einen noch viel größeren Shoutout an die Leute, die diese Videos gucken, die ich nicht persönlich kenne. Warum tut ihr das? Ernsthaft, warum tut ihr das? Schreibt mir, warum ihr Videos guckt, was ihr toll dran findet, was ihr nicht toll dran findet, und was ihr denkt, was ich machen könnte, damit mehr Leute meine Videos sehen wollen würden. Wie ihr hört, bin ich etwas krank. Ich war auch schon angeschlagen, wie ich das Voiceover für diese Episode aufgenommen habe. Aber es geht weiter. Ich arbeite momentan an 3 verschiedenen Videos gleichzeitig, die ich fertigstellen könnte für das nächste. Diese Videos wie das hier oder das letzte zu Broken Age sind eher suboptimal für mich, wenn ich mir so einen kurzen
Zeitraum gebe, so eine Deadline setze, die so nah ist. Denn während ich das Video dann schneide, fallen mir dann 10 verschiedene Dinge auf die ich noch gern eingegangen wäre oder die ich gern geändert hätte. Und ja, ich bin nicht so super zufrieden mit dem hier oder dem Broken Age Video, wie zum Beispiel mit den Gothic 3 Videos. Deswegen versuche ich mal eher weniger auf aktuelle Ereignisse einzugehen oder zumindest früher mit der Planung anzufangen, wenn ich sowas machen möchte. Ja, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge von Gescheit gespielt. Tschüss!